So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Metro Last Light. So, da vorne ist die Kirche, wo wir hin müssen. Und das da unten schaut wie nach Arena aus. Na los, Mann, komm hier rüber! Oder auch nicht. Na los, Bewegung! Okay. Okay. Steh auf, Artyom. Artyom, versuch den Großen angreifen. Er ist erledigt. Wirf das Ding auf ihn. Wirf das Ding auf ihn. Wirf das Ding auf ihn, wenn ich auf R1 drücke. Wieso? Haben wir nichts mehr, oder was? Anscheinend nicht. Gut, dann machen wir Landminen. Leg's am Boden. Vielleicht rennt er ja rein. So. Ja, er rennt rein. Ja, ich töte eh den Großen. Komm, 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 Artyom. Scheiß Drecksviech. Ist er weg? Nein, noch nicht. Komm, 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 lad schneller nach. Okay, das haben wir schnell ge... Auf der Oberfläche immer so. Das ist das erste Mal, dass ich einen Riesen gesehen habe. Das haben wir ziemlich schnell erledigt. Wir nehmen dann noch die anderen Minen mit, wo er nicht reingetapst ist. Warte, ich komm gleich. Warte, ich komm gleich. Schau mich nur um. Ah, du Drecksviech, ha? Huh? Ja, ja. Na gut, umher. Puh, und Bosskampf auch erledigt. Ich komme. Grüß euch. Alles gut bei euch? Komm schon rein. Sehr gern. Na los, komm rein. Vergeude nicht deine Filter. Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich lehren, Funkrufe zu beantworten. Aber ich habe gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem Botanischen Garten. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Wer weiß, wer weiß. Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaja. Na gut. Ja, das ist gute Musik. Naja, es geht. So, was haben wir hier? Ein bisschen Muni wieder. Ansonsten, da können wir nochmal spielen. Wahnsinn. Das Akkordeon gefällt mir besser. So, hier ist nix. Oh, ein bisschen Geld, sehr gut. Wir haben wieder fast 1000, so wie im ersten Teil, aber nur fast. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen.
Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann in diesen schwierigen Zeiten zu überleben und kauf ein paar Waffen. Sollte innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. So, warte jetzt ganz kurz. Anna, bleib mal stehen. Oh, du kommst mir ziemlich nah. Sanja, was gibt es Neues per Funk? Wie ist die internationale Lage? Es ist unglaublich. Seit 10 Jahren nichts als Rauschen. Und dann kriegte ich letzten Monat St. Petersburg dran. Und die wissen von uns. Irgendjemand ist mit einem Flugzeug da hinübergeflogen. Ein kleines. Hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London gehört? Von London weiß ich nichts. Aber da ist diese Stadt im Norden, Poljarny-Sory. Dort steht ein Atomkraftwerk. Daher haben ein paar Leute dort überlebt. Ich habe mit ihnen gesprochen. Barbaren belagerten sie, aber sie konnten die Festung noch halten. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanja. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und im Bolschoi aufführen lassen. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Ich will ehrlich gesagt aber nichts hergeben von dem. Ich hätte gern... Oh, der hat eine Aug. 115, na, obwohl ich mit der... Ich bin mit der Kalaschnikow ehrlich gesagt auch ziemlich zufrieden. So, das können wir mal lassen. Da können wir uns eigentlich... Was ist das? Das ist das Laservisier. Großes Magazin. Da können wir... Ja, wir machen einfach das hier. Und was haben wir da? Oh, Zielobjekt. Obwohl ich das Zielobjekt auch nicht wirklich brauche. Das können wir mal so lassen. Anpassen. Man kann einen... Wie nennt man das? Einen Schalldämpfer auf eine Shotgun draufgeben. So, und ein Laserpunktvisier, okay. Aber mehr Munition kann ich damit nicht tragen. Schade. Wenn ich das erhöhen hätte können, hätte ich das jetzt gemacht. So, was haben wir hier? So, das ist ein größeres Magazin. Das kaufe ich mal. Das Laserpunktvisier brauche ich nicht. Den Schalldämpfer, ich weiß nicht. Glaube ich, brauche ich auch nicht wirklich. Und das Zielobjekt brauche ich auch nicht. So, Muni wäre geil. Muni wäre mir wesentlich lieber. Da. Hier kann ich Muni kaufen. Bei ihm. Schauen wir mal ganz kurz. Da haben wir 80. Machen wir das einmal auf 100. Das ist eigentlich ziemlich gut. Die sind handgemacht, aber trotzdem gut genug. 24. Mehr kann ich von dem nicht tragen. Okay. Ja, ja, halt die Fresse. So, das nehmen wir uns auch mit. Wo willst du das hintun? Wenn du Munition oder irgendwas brauchst, dann komm wieder. Jo. Aber ich glaube, das reicht. Dann gehen wir mal weiter. So. Warst du schon mal in den Katakomben? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt. Aber sie sind einfach... verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches. Weißt du? Du meinst die dicke Mama? Ja, die Frau vom dunklen Schienenläufer. Das sind doch nur Kindermärchen. Legenden. Das könnte das sein. Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort. Straßensperre. Das ist ein altes. Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komme nicht drauf. Moment mal, könnte es Jesnitzki sein? Verräter! Anna,
Was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit. Das Nein! Bewegung! Okay, also jetzt müssen wir auch noch Anna befreien hier anscheinend. Alles vollgefüllt. Ah, größeres Magazin. 46 Kugeln gehen sich da jetzt aus. Sehr, sehr geil. Okay, ab geht's. Der hat's anscheinend nicht... Oh ja, er hat's überlebt, oder? Er tut noch mit den... Ah, mit den Augen. Und mit dem Mund. Naja. Aber ich kann leider mit dir nicht interagieren. Also helfen kann ich ihnen leider nicht. Gut, dann gehen wir runter da und suchen einmal Anna. Also Lisnitzki steht jetzt auch auf der schwarzen Liste nach Pavel und nach... Ich habe keine Ahnung, wie die anderen zwei jetzt geheißen haben. Aber die werden wir uns alle wahrscheinlich holen. So, was ist da? Ah. Das waren die Roten. Der Verräter hat... Wir haben Anna. Sieh die Keller runter. Da ist ein Eingang zu den Katakomben. Führt zu Otjabriskaya. Sie gehen dahin. Böser Ort. Anna. Gut, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Na, da gehen wir lieber nicht lang. Was haben wir hier drinnen? Auch nix. Was haben wir hier? Hinten irgendwas versteckt? Nix. Rein gar nichts hier. Wo schlimm? Buch, was offen ist. Wahrscheinlich Metro. Oh, da. Ja, Muni nehme ich gern mit. Und noch ein Toter von uns. Den können wir aber nicht plündern. Die armen Spatiaten hier. Mach mal wieder Licht. Ah, gut. Hier funktioniert das Licht leider nicht mehr. Gott sei Dank haben wir unser Feuerzeug mit, was immer funktioniert. Okay, Fledermäuse. Die tun mir auch nichts. Abkokeln tun wir trotzdem da alles. Erwartet's kurz, ganz. So, hab husten müssen. Hab kurz das Mikro abgedreht. Okay. Ah. Okay, was war das? Das hat sich größer angehört. Mehr Fackeln wären cool. Oder gleich, dass wir uns eine Fackel da mitnehmen. Uiuiuiuiuiui. Ah. Die warten auf irgendwas. Keine Ahnung auf was, aber ich glaube, sie warten auf was. So, was haben wir hier drinnen? Muni, die wir nicht brauchen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich keine gekauft. Aber ist ja wurscht. Eieiei. Die sieht man nur wirklich im Dunkeln, gell? Nein? Naja, es geht. So, mal hier anmachen. Vielleicht kriegt man dafür eine Trophäe, ich habe keine Ahnung. Und hier können wir... Okay. Um ehrlich zu sein, möchte ich da gar nicht mal mehr weitergehen. So, Wurfmesser sind voll. Das ist sicherlich auch voll, oder? Und mehr Geld ist wenigstens dabei. Wenigstens was. Na gut. Dann steig halt mal rein. Ah, das ist keine gute Idee, Artyom.
Das hört sich nicht wirklich menschlich an. Okay, gut. Ah, okay, das ist ein Fehler. Shotgun raus. Shotgun raus. Nachladen. Das ist geil. Urleibernder Fehler. Unglaublich. Aber ja, gut, mir ist wurscht. So, sind wir langsam unten. Nachladen. Aber der Fehler war grenzgenial jetzt. Da kann man nichts sagen. Der Fehler war echt geil. So. Ja, wir wollten da eigentlich auch runter. Nehme ich einmal stark an. Also nehmen wir den längeren Weg hier. Ah, das hört sich nicht gut an. Ah, das hört sich nicht gut an. Das ist verseucht hier unten. Das ist unglaublich. So, Kokel, 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 alles ist gut. Ah, ich will gar nicht nach vorne gehen. Hier ist eine Fackel. Ich habe ja keine Ahnung, soll ich gegen die kämpfen oder nicht? Muni wäre geil. Ja, Muni. Ja, genau. Egal welche Muni. Hauptsache Muni. So, du hast da auch noch was, was ich allerdings auch wieder nicht mitnehmen kann, weil es voll ist. Ah, das ist urschade, dass man da nicht unendlich mitnehmen kann. Den kann man auch nicht looten. Das Licht können wir abdrehen, obwohl mir das ziemlich egal ist. Haben wir da irgendwo Fackeln vergessen zum Anzünden? Ich habe ja keine Ahnung. Da haben wir zwei gehabt. Da ist nichts mehr. Da hinten irgendwo was. Ah, das hört sich. Ah, wie das Bild mitwackelt bei jedem Schritt. Also, das ist schon was Größeres da. Das ist was Größeres. Was da auf uns zukommt. Oder auf was wir zugehen. Besser gesagt, ha? Huh? Okay. Gegen die lege ich mich nicht an. Die Ratte ist süß da oben. Da. So, jetzt ist die Frage. Rechts, links? Links ist die Herde gegangen. Ich glaube, hier können wir wieder mal ein bisschen Licht machen. Schauen wir mal ganz kurz. Da irgendwo was versteckt? Nö. Aber ich glaube, die Herde ist weg, oder? Nein. Den Schaden, wenn man den Schaden erhöhen könnte von der Waffe, das wäre geil. Es sind ziemlich viele Fehler im zweiten Teil drinnen, fällt mir gerade auf. Ziemlich, ziemlich viele Fehler. Aber ja. Was haben wir hier? Der liegt da schon tot. Ah, hier. Muni, sehr gut. Besser als nichts.
Keine Fackeln zum Anzünden? So, was ist da hinten? Da hinten? Was ist da hinten? Licht? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lad nach, Artyom. Lad nach, lad nach. Dreh dich um. Vorsichtig. Da ist, ist das die komplette Horde gewesen, die an uns vorbeigelaufen ist. Lad nach. Das war's? Okay, ich hätte mir gedacht, dass das wesentlich mehr waren. So, was haben wir da? Muni und... Muni, okay. Sonst nix. Haben wir alles? Da können wir interagieren. Ja, er will auch, dass wir da durchgehen, aber wir haben ja auch noch den einen Weg in die andere Richtung gehabt. Da schauen wir uns auch nochmal um. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Meine Güte, was ist mit euch? HP, ich weiß nicht, 5000 oder was? Ich habe keine Ahnung, von wo ich jetzt gekommen bin. Aha, hier kann ich keine Elektrizität einsetzen. Was ist das? Ah, hier gibt es keine Kerzen. Ein paar Kerzen hier, ein paar Kerzen hier. Und was ist das? Jesus Christus, oder was? Ah, das ist... Okay, okay, das sind die... Wo wahrscheinlich diese Pfarrer eingesperrt sind. Also eingesperrt, wie nennt man das? Wenn ein Pfarrer stirbt, wird er ja eigentlich in seiner Kirche, in der er arbeitet, glaube ich, ja vergraben, oder? Das könnte das sein. Können wir das aufschießen vielleicht? Das nicht... Das nicht. Das nicht. Also so in der Art Gräber meine ich halt. Okay. Das war unnützlich. Außer da vielleicht noch. Okay. Ich wollte es nur probieren. Was hast du mit? Medikits? Brauche ich aber auch wiederum nicht. Haben die gebetet oder was? Aber ansonsten kann ich, glaube ich, hier nichts machen, oder? Die Patronen kannst du nicht mitnehmen. Ich finde das so schade. So, na gut, dann gehen wir halt zu dieser Türe und öffnen die. Wo warten die? Da nach hinten? Genau. Na, ich muss den, glaube ich. Alter, wie viel die an Muni fressen. Ich habe nur noch 100 Stück mit. In der Reservebatterie. Sonst nix. Ich brauche Muni. Ohne Muni kommen wir da nicht weit, weit voran. So, okay. Man muss das gedrückt halten. Ah, deswegen ist die Horde gekommen. Ich verstehe. Okay. Na komm. Danke. Fledermäuse. Vielleicht kommt Batman. Oder wir sind in der Batcave. Oh, schaut das geil aus. Da hinten schießt wer. Scheint wirklich was Größeres zu sein. Zumindest hört sich so an. So. Ab mit dir, Artyom. Owe.
Shotgun raus. Das hört sich ziemlich nah an, ich habe nur keine Ahnung. Ah, da unten ist er. Warte. Shotgun raus. Was ist mit ihm? Er hat mich angeschrien, habt ihr das gesehen? Bleibt tot. Von was kriege ich Schaden? Von dem Viech da? Okay. Alter, mir geht die Muni aus. Da, Leichen, sehr gut. Shotgun-Muni. Nix. Ja. Midi-Kit. Das können wir mal anlassen, das Licht. Moment, ich glaube, mein Licht geht auch langsam flöten. Ja, die Hälfte haben wir noch gehabt, aber ist ja wurscht. Wartet mal, ich habe da irgendwo. Da. Fackeln gesehen. Ah, da hinten. Sehr gut. 20 Schuss nur. Das ist ja mehr als lächerlich. Ah, ja. Minen sind voll. Okay, geradeaus einfach. Schuss, naja, das ist ein Trauerspiel da mit der Muni. Ah, sehr gut. Na, das will ich auch nicht mit mir mittragen. Eine Shotgun-Munition war dabei. Naja, eins ist besser als keins, würde ich mal sagen. Ne? Müssen wir darauf? Anscheinend. Moment, das kann ich von da treffen. Mit meinem Scharfschützengewehr. Genau in den Kopf. Sehr gut. Ich hätte mal gedacht, dass das nach einem Schuss schon weg ist. Leider nicht. Ansonsten sehe ich da auch nichts. Wenn ich da runterspringe, gibt's glaube ich keinen Weg zurück mehr, oder? Lad nach, beweg dich, währenddessen, komm. Lad nach, okay gut, er speichert, das heißt, bis dahin haben wir es einmal geschafft. Uiuiuiui. Okay, da müssen wir wieder irgendwas machen. Ich schaue mich mal ganz kurz noch hier unten um. Es wäre cool, wenn diese Sachen aufblinken würden. So, das kannst du looten. Hier gibt's etwas und da gibt's was. Und keine Ahnung, ich finde nur Shotgun-Muni. Na, 10 für die Kalaschnikow habe ich auch noch gefunden, okay. Besser als nix. Was haben wir da hinten? Moment. Zack. Keine Leichen hier, die ich plündern kann. So, von da bin ich runtergefallen.
Oder runtergesprungen, besser gesagt. Ja, das war's. Ja, das war's. Na gut. Die Viecher können wir ja leider Gottes nicht plündern. Ah, hier noch. Sehr gut. Nochmal viermal Shotgun Muni. Besser als nix. Die Granaten muss ich dann auch noch verwenden. Okay. Hier müssen wir interagieren, aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich hoffe, dass es euch wiederum gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.